Hey ho, meine Freunde der Dunkelheit, eine neue Episode von Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution steht nun kurz bevor. Und zwar die Mehr Naruto Story. Da haben wir ja kurzfristig leider abbrechen müssen, aber das ist ja nicht schlimm. Wir spielen jetzt direkt weiter am besagten Speicherpunkt, wo wir aufgehört haben. Da kann die Action nämlich gleich losgehen. Jetzt mal hier fertig. Na, endlich Ninja-Welt-Turnier und die Mecha-Naruto-Story wollen wir spielen. Laden, bitte. Da hat in der letzten Episode Mecha-Naruto ein wenig, also sein zweites Ich, sag ich mal, ein bisschen die Kontrolle übernommen und greift gerade die Festinsel an. Und wir sind nun da angekommen, um ihn irgendwie aufzuhalten. Ich bin gespannt, wie sich die Story gleich entwickeln wird. Na, komm, die letzten 2%. Los, danke. Und hier sind wir. Wir könnten auch vorher noch einkaufen. Mal schauen, was hast du für uns? Ah, ich wohl am falschen Ort gelandet. Aber ich bin Händler mit Haut und Haaren. Wenn es etwas zu verkaufen gilt, hält mich niemand auf. Oh, ich habe eine Menge Pfeil zu bieten. Sieh dich um. Jo, mal schauen, was hast du so für uns? Da-da-dun. Irgendwie was Wichtiges, oder sind das wirklich nur noch diese Ninja-Werkzeuge, weil die brauche ich gerade nicht wirklich. Ich werde so oft wie möglich herkommen, wenn du etwas brauchst, komm einfach mal vorbei. Natürlich, gerne. So. Klettern. Ich weiß ja, wo ich lang muss, aber ich möchte mich vorher noch umgucken. Vielleicht findet man ja irgendwie was. Nein, natürlich nicht. Da, diese Kampfmusik. So, quatschen wir euch mal an. Keinen klaren Gedanken fassen. Hä, was? Mecha Naruto Streiterin? Achso. Das sind also alles besiegt. Ich? Nein. Okay. Da hinten ist die Hülle frei zugänglich? Ich weiß auf jeden Fall, dass ich irgendwie nach da oben gehen muss. Ja, die Hülle scheint jetzt frei zugänglich zu sein. Oh, doch nicht. Das ist nicht der Ort, an dem ich den Rauch aufsteigen sah. Ich muss ihn ganz schnell finden. Na gut, dann gehen wir direkt halt hin. Schade. Dann gehen wir halt dahin. So, hier. Was hast du uns zu sagen? Da, das hat weh getan. Ja, toll. Upsala. Spring doch. Ach, da, dass ich immer X und Kreis vertausche. Nein, also Rauch ist auf jeden Fall da hinten, wo wir es gerade sehen. Wahrscheinlich dürfen wir in dieser Höhle auch nicht gehen. Ach nee, wir müssen sogar in die Höhle gehen. Hier ist der Weg versperrt, wie es aussieht. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht, so. Ich muss mich beeilen. Ja, in der Tat. Das ist nicht der... Was? Hier kann ich aber auch nicht durch. Oder kommt irgendwie... Anscheinend komme ich hier nicht weiter. Ja. Gut, dann habe ich die leise Vermutung, dass ich hier auch so rumgehen muss. Hier sind auch ein paar kaputte Ninja. Hallo. Aber die kann ich nicht anquatschen. Wahrscheinlich auch wieder so ein wehleidiger Spruch. Hätte mich auch nur unnötig Zeit gekostet. Aber trotzdem, vielleicht ist es ja immer was Interessantes dabei. Deswegen anquatschen schadet nicht. Moment mal. Naruto Uzumaki, ich weiß alles über dich. Wir können dich nicht weitergehen lassen. Du wirst schön hier bleiben, bis sich die Dinge geklärt haben. Kommt nicht in Frage. Dann banne ich mir meinen Weg eben mit Gewalt. Ah, okay. Ein Kampf gegen Darui. Das wird doch... Oh, Item. Ninja-Werkzeuge bearbeiten. Ich sehe gerade, da fehlen mir ein paar Sachen. Wundsalbe will ich immer gern dabei haben. Ich finde das sehr nützlich. Und Abwehrbrecher. Das ist auch immer von Vorteil. So kann es bleiben. Kampf beginnen. Bist bereit? Aber natürlich. So. Mal schauen, ob mir seine schwarzen Blitze gefährlich werden oder das doch ein Easy-Going-Kampf sein wird. Sento Kaishi, du sagst es! Los, Hinata, hilf mir! Naja, eine 27er-Kombo. Puh. Na komm her. Was? Ich habe keinen Abwehrbrecher gemacht. Na komm.
Ultra-Rasengan und wie ich voll nicht getroffen habe. Na, ah, dieses Unterstützungsding ist einfach nur OP. Gib mal Ruhe. Okay, mein Rasengan ging auch voll daneben. Ich muss ein bisschen Chakra aufladen. Hinata, gib mir Schutz. Danke. Ich bin noch lange nicht fertig mit dir. Und geben wir dir den Rest mit. Wieso, Dama? Schade. Versuchen wir es nochmal. Oh. Dann halt Team. Alter. Oh, es geht offen sogar. Ich dachte eigentlich, dass seine Blitze mich irgendwie auskontern. Aber anscheinend doch nicht. Los geht's, Kurama. Und Bijou Dama. Und der alte Text, den habe ich ja mehr als nur oft genug vorgelesen. Es wird Zeit, dass ich mal da was Neues freispiele. Oder halt, je nachdem, gegen welchen Charakter man spielt, vielleicht irgendwie mal was ganz Bestimmtes Neues auftaucht. Das wäre auch nämlich geil. Ich, Naruto Uzumaki, werde alle meine Freunde und diese Welt beschützen. Sehr gut, sehr gut. 3000 Rio. So, S-Rang ist nicht anders zu erwarten. Dass es immer bis zu 90% richtig schnell geht und dann so bei 96, 98% es einfach mal so elendig lange braucht, bis es eigentlich die 100% erreicht hat. Boah, komm schon. Ich will weiterspielen, danke. Zäh. Welche Stärke. Tut mir leid, aber ich muss weiter. Puh. Oh. Er hat sogar noch was zu sagen. Ich gebe mich geschlagen. Ich werde dich nicht mehr belästigen. Autsch. Okay. Na du, verflucht mein Körper. Das war's. Na gut. Laufe ich mal weiter. Habt ihr irgendwie was Interessantes zu sagen? Wahrscheinlich nicht. Nee. Irgendwas Wehleidiges. Du. Ebenfalls. Du wahrscheinlich auch. Ah, da hinten wartet schon die nächsten Gegner wahrscheinlich. Bevor ich da hingehe. Schadet ja nicht, mich hier ein bisschen umzugucken. Das ist nicht dort. Ach Mann. Irgendwo da konnte ich doch noch klettern. Ah. Auf jeden Fall ist hier irgendwie was. Eine Kleinigkeit, eigentlich total unnötig, muss man nicht. Aber es schadet ja nie, überall nachzugucken. Hier ist uns der Weg versperrt. Mal schauen, muss ich gegen die kämpfen oder kann ich die irgendwie über die hinwegspringen? Nee. Kann ich nicht. Ich muss gegen die kämpfen. Alles klar. Los, Attacke! Dann kämpfen wir mal gegen die zwei Kages. Wie ich dich kenne, gab es gar keinen Zweifel, dass du kommen würdest. Zu Chicago, Opa. Willst du mich etwa auch aufhalten? Da kann man nichts machen. Wir sind Kage und unsere Hauptaugenmerk richtet sich auf den Schutz unserer Leute. Deshalb müssen wir kämpfen. Notfalls auch gegen dich, Naruto. Tja, mein Hauptaugenmerk richtet sich darauf, ihm zu helfen. Also kämpfe ich gegen jeden, der mir in die Quere kommt. Ja, Kampf beginnt. Das kann alles so bleiben, wie es ist. Oh, Onoki hat auch sein ultimatives Jutsu-Juwel. Okay. Sollte ich lieber darauf Acht geben, dass er mich nicht damit trifft. So ein ultimatives Jutsu kann schon wehtun. Gewinne den Kampf. Aber natürlich. Ah, das Lava hat mich getroffen. Steh auf. Mal schauen, vielleicht treffen wir ja mit dem Ultra-Rasengan. Wäre ja auch zu einfach. Aber das normale Rasengan.
Ja, gut. Chakra aufladen. Nix da, deine Shurikens können mir nichts. Na gut, der hat mich trotzdem mit seinen Shurikens getroffen. Aua. Bleib stehen. Alter, zatter Kreis. Oh, oh. Dammit. Hinata, gib mir Schutz. Ich muss mal Chakra aufladen. Danke. Der ist hartnäckig. Junge. Der ist wirklich hartnäckig. Aber diesmal, mein Ultra-Rasengan trifft. Oh, ich kann ihn aus dem Ring hauen. Oh. Ah, dass er mich nicht getroffen hat, das habe ich gerade doch ein wenig verwundert. Oh cool, ich kann auch aus der Luft rasten. Stimmt ja. Haha, es ging ja bei den Vorgängern. Oh, oh. Ach du Scheiße. Wow. 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 Na gut. Dann setzen wir unser Team jetzt ein. Schade. Benutzen wir eine Wundsalbe, damit wir wieder ein bisschen Leben haben. Oh. Ja, okay. Dann machen wir halt ein normales ultimatives Jutsu. Eigentlich wollte ich das Team Jutsu machen, aber... Naja, egal. Wieso, Dama! Kampf haben wir für uns entschieden. Mal schauen, ob ich trotzdem Rang S bekomme, obwohl ich die Wundsalbe benutzt habe. Aber ich bezweifle es... Ich bezweifle ehrlich gesagt, dass ich hier Rang S kriege. Mal schauen. Ach doch, Rang S. Haha. Ja, je mehr Gesundheit man hat, desto wahrscheinlicher ist es auch. Deswegen, Wundsalbe dabei zu haben, schadet niemals. Bei den letzten Prozenten der Ladezeiten kriege ich irgendwie immer die Kratze. Boah. Mach hinne. Danke. Oh, mein Rücken. Das also ist Naruto Uzumaki. Deine Kraft. Ja, ja, ich muss dringend weiter. Na los, was habt ihr zu sagen? Autsch, wäre da nicht mein Rücken. Ja, ja, ja. Unglaublich, über wie viele Kraft du verfügst. Wenigstens akzeptiert uns einer. So, noch mehr wehleidige Typen. Soll ich die wirklich anquatschen? Ja, geht ja ganz schnell. Bitte ganz vorsichtig. Ja, ja, ja. So, hier könnten wir ganz schnell hochklettern. Da ist aber sowieso nichts. Ah, wahrscheinlich bekämpfe ich Mecha-Naruto da, wo ich ihn gefunden. Das ist nicht der Ort und... Okay, dann doch nicht. Hier die Höhle auch nicht. Gut, dann gehen wir hier lang. Ja, das ist es anscheinend. Stopp! Oha, oha. Warum stellst du dich uns in den Weg? Solch ein Übel bedroht die gesamte Welt. Das ist nicht der... Echte Mecha Naruto, ich muss ihn retten. Was für ein Unsinn. Wie auch immer, wir können dich nicht weitergehen lassen, also mach dich bereit. Bin ich mal gespannt, was die so drauf haben. Der letzte Kampf war ja schon sehr interessant. Item-Werkzeuge bearbeiten. Die Wundsalbe will ich immer dabei haben. Und Kampf beginnen. Oha, der hat das Erwachen-Juwel. Das kann natürlich auch böse sein. Los, Hinata! Na!
Komm her, Reikage. Rasengan. Da ist mein Schuriken halt stärker als deine komischen... Ja, Mini-Schuriken. Nein. Oh, oh. Aha. Mein... Los, ihn hat er... Nein. Der Reikage sieht in den Erwachmodus einfach nur so cool aus. So bewundernswert, dass ich mich gerade überhaupt nicht stört, dass er mir voll die Rübe reinhaut. Rasengan! Alter! Nein. Hinata, gib mir ein wenig Schutz. Danke. Der ist echt gut. Ja, los! Nein! Jetzt habe ich meine Abwehrbrecher-Hilfswerkzeuge vollkommen... Ah, Junge! Der gibt uns richtig. Hinata, gib mir mal ein bisschen Freiraum hier. Team Jutsu! Dass ich da treffe. Ganz halt gibt uns auf die Fresse, aber da setzt er das Jutsu des Tausches oder eine simple Abwehr nicht ein. Egal. Los geht's, Kurama! Verschaff uns hier mal ein bisschen... Luft! Nein! 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 Wundsalbe! Wundsalbe! Nochmal Wundsalbe! Und nochmal Wundsalbe! Och du Kacke! Mal schauen, funktioniert Bishodama gegen ihn eigentlich? Ich glaube eigentlich nicht. Nein. Dann gehen wir mal halt den Kampf. So! Na, Rasengan! Wie, es hat dich getroffen! Lauf, Naruto! Dass das Ultra-Rasengan trifft, das war... Okay, das war irgendwie so... Doch ein sehr interessanter und sehr, vor allem ein spaßiger Kampf, aber bei zwei Dingen hat er sich doch echt dumm angestellt, der Bot. Und trotzdem kriege ich hier Rang S. Ja, Wundsalbe lässt sich anscheinend... immer gut gebrauchen. Trotzdem geht mir die Wundsalbe langsam aus. Ich hätte mir vorhin doch ein paar kaufen sollen, aber ich laufe jetzt nicht zurück. Was für eine Schande. Ach, unglaublich, dass ich verloren habe. Nur noch ein bisschen. Dass er so oft laden muss, meine Fresse. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich so viel Schaden nehmen könnte. Tja, ich sehe nichts Böses in deinen Augen, also sprichst du die Wahrheit und willst dieses Ding wirklich retten. Natürlich. Ein Händler? Ist das geil? Ah, hier bin ich wohl am falschen Ort gelandet. Aber ich bin Händler mit Haut und Haaren. Ja, okay. Kaufen. Wundsalbe. 5. Warte mal. Ah, komm. Nehmen wir so, dass wir 10 von jeder Sorte haben. Nehmen wir mit. Ein Nutrilus sogar bekommen. Schick. Schnäppchen. Ich habe aber immer noch keinen Rabattgutschein. Na gut. Und dass hier ein Speicherplatz ist, kommt uns ja sehr gelegen. Alles klar, hier wahrscheinlich sagt uns wieder falscher Ort. Ja, gut. Dann bedeutet das, wir müssen hier rein. Hier ist nichts. Ah, da ist irgendwie so ein Ausrufezeichen. Da könnte gleich was stattfinden. Vorher will ich hier hochklettern. Okay, hier ist nichts. Alles klar. Da finden wir das Ding endlich. Und es ist so stark. Naruto, Mecha Naruto ist da vorne. Dann mal los.
Mich fangen, das vermag niemand. Hey, Ranarudo! Hm. Jetzt sind sie doch in dem Turnier. Hey, da. Endlich habe ich dich gefunden, du ungezogener Bengel. Hm, ihr schon wieder. Was habt ihr hier verloren? Der Normalmodus, den ihr kennengelernt habt, wird nicht mehr zurückkehren. Ich habe diesen Körper vollständig unter Kontrolle. Ranarudo ist in ihm versiegelt. Hey, du kannst mich doch hören, oder? Lass dich von diesem Kerl nicht unterkriegen. Komm wieder zum Vorschein. Du willst doch nicht, dass die Dinge so enden, oder? Vollkommen zwecklos. Ich sagte doch, ich habe die vollständige Kontrolle. Bist du wirklich so schwach? Hey, Naruto. Deine Stimme kann nichts. Naruto, Fräulein Hinata. Lauft es. Ja, stark. Gefährlich. Das ist doch mehr Naruto, oder etwa nicht? Ja, ich kann auf keinen Fall weglaufen. Mein Entschluss steht bereits fest. Ich werde dich retten. Aber sag nichts mehr. Ich werde dich retten. Das verspreche ich. Naruto. Unglaublich, dass er tatsächlich versucht hat, sich meiner Kontrolle zu entziehen. Normalmodus, der scheint ja tatsächlich einen Narren an euch beiden gefressen zu haben. Also dann, ich werde euch zerquetschen. Das sollte Normalmodus wohl endgültig zum Schweigen bringen. Er ist noch am Leben. Dann gibt es auch noch Hoffnung. Erst müssen wir ihn aufhalten, Hinata. Alles klar. Weg mit euch. So, Ninja-Werkzeuge. Wundsalbe. 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 Abwehrbrecher. Warte mal, halt. Einen von den Dingern habe ich ja noch übrig. Dann nehme ich den doch tatsächlich. So, so dürfte es eigentlich gut aussehen. Kampf beginnen. Bist du bereit? Natürlich. So, der neunschwänzige Modus. Natürlich hat er den Erwachmodus-Zustand. Wie nicht anders zu erwarten. So, gewinne den Kampf. Jetzt zermalmen wir euch zu Staub. Junge. Erst werden wir ihn ausschalten, dann helfen wir Naruto. Eine ganz einfache Aufgabe. Gehen wir sie an, Hinata. Ja! Fordere dein Glück nicht zu sehr heraus, elender Wurm. Ich werde das im Handumdrehen erledigen. Gar nicht schlecht für Menschen. Aber ihr habt absolut keine Chance, mich zu besiegen. Mich, den allerbesten Kämpfer aller Zeiten. Wow, war das knapp. Hinata, gib mir Deckung. Gagagi, versuche es ruhig. Das möchte ich sehen. Gut, Bijudama. Das ist sogar treffen. Ja, den Kampf haben wir anscheinend für uns entschieden. Also verglichen mit dem Raigage war der Kampf ein Witz. Wir werden mehr an der Route zurückholen, du falscher 50er. Okay. Und natürlich den S-Rang. Wir haben schon bereits 20 Siege mit unserem ultimativen Ninjutsu vollbracht. Wow, nicht schlecht. Gefühlt habe ich mehr gemacht. Aber nein, kommt ungefähr hin. So viele Kämpfe haben wir nun bislang nicht bestritten gehabt. Ich bin unmöglich. Nein. Alles klar, jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wie. Was war das? Was ist los, Hinata? Was sollen wir nur tun, Naruto? Da nähern sich eine Riesengruppe Ninjas.
Wahrscheinlich haben sie vor, mehr Naruto zu zerstören. Hier kann ich keine Hilfe sein. Hinata, du versuchst weiter ihn zu erreichen. Ich werde versuchen... Warte, das ist nicht deine Aufgabe. Hä? Shikamaru, Leute! Tut mir leid, dass wir so spät kommen. Warum seid ihr alle hier? Wartet mal, seid ihr etwa auch hier, um mehr Naruto zu zerstören? Machst du Witze? Wir sind hier, um zu helfen. Hä? Ich kann einfach nicht anders. Ich meine, Hinata hat so eindringlich darum gebeten, da konnten wir unsere Hilfe nicht verweigern. Auf keinen Fall. Hinata? Du solltest dich lieber bei Hinata bedanken. Nachdem du weg warst, hat sich Hinata weiter bemüht, alle zu überzeugen. Aber ich habe doch gar nichts Besonderes gemacht. Wirklich? Also ist das der Grund? Vielen Dank, Hinata. Naja, wir haben sowieso immer an dich geglaubt, Naruto. Ja, deshalb haben wir alles unternommen, um die anderen möglichst lange aufzuhalten. Ach, Leute. Trotzdem hast du nicht ewig Zeit. Am besten legst du jetzt mal einen Zahn zu. Alles klar. Es bleiben nur zwei einfache Dinge zu tun. Erstens die anderen weiter aufhalten und zweitens mehr Naruto retten. Also, alle außer Ino und mir halten die eindringenden Ninjas auf. Verschafft uns so viel Zeit wie möglich. Gut, geht klar. In der Zwischenzeit, Naruto und Hinata, müsst ihr zwei Mecha-Naruto retten. Aber wie? Mir fällt nichts ein, wie wir ihn herausholen könnten. Laut der fünften Hokage hat der Typ zwei Modi, die im Gedächtnisstein verankert sind. Wenn also Ino ihr Jutsu nutzt, kannst du in den Gedächtnisstein rein, um dort den neuen schwänzigen Modus zu besiegen. Dann bleibt nachher Naruto übrig und wird wieder ganz normal reagieren. Du hast es erfasst. Du bist echt der Größte, Shikamaru. Alles klar, so machen wir es. Aber es gibt da noch ein Problem. Dieser Plan kann nur funktionieren, wenn das Ziel auch wirklich über einen Verstand verfügt. Es ist eine Maschine, deren Persönlichkeit wird von diesem Stein geformt. Möglicherweise funktioniert es nicht. Na, das ist kein Problem. Er ist nämlich keine Maschine, er verfügt über einen Verstand, genau wie wir, und zwar von Anfang an. Naruto hat recht. Also wird diese Methode auf jeden Fall funktionieren. Na dann, fantastisch. Gut, legen wir los. Die anderen Ninjas überlasse ich euch, Leute. Ja! Ja. Ino, ich weiß. Seid ihr jetzt beide bereit? Ja, du kannst loslegen. Bring uns rein. In Ordnung. Es geht los. Sentenshin no Jutsu!